Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hamtaro, Hamham, Herzschmerz. Ja, ich rede mal wieder mit irgendwelchen Gegenständen. Ha! Ja, wir sind immer noch dabei, Sachen zu sammeln, Sonnenblumenkerne zu sammeln, Steine zu sammeln, Schmuck zu sammeln und so weiter und so fort. Etc., etc., etc. Langsam wird es zwar langweilig, aber naja. Wir haben ja unseren Highspeed-Modus. Baut. So. Wir haben einen Stein. Wir haben noch einen Stein. Ach ja, das macht so viel Spaß. Gott, das wird immer anstrengender hier, ey. So, hier waren wir ja, glaube ich, noch nicht drin. Also, genau. Das hatte ich ja beim letzten Mal entdeckt, dass ich hier den Schlüssel hierfür gefunden habe. Und deswegen den Stein hier mal mitnehmen könnte. Beziehungsweise die Steine. Nee. Ja. Und ich werde ab sofort lauter reden, weil ich habe das Gefühl, mein Mikro nimmt mich nicht richtig auf. Du verdammtes Kack-Mikro. Und mich schreibt jemand bei Skybahn. Yay! Wer das wohl sein mag? Ja. Gerade wo ich aufnehme. Gerade wenn ich aufnehme. So. Du Grammatik auch lernen bei Yoda. Haben tun. So. Wo gehe ich jetzt lang? Ein bisschen Highspeed kann ja mal sein. Kann ja nicht schaden. Ich wollte ein bisschen hier die Spiele machen, weil meistens kriegt man dadurch ja auch irgendwelche Sonnenblumenkerne. Das wäre ja nicht schlecht, ne? Wo geht's denn hier zu den Spielen? Ich glaube hier links lang. So. Genau, bei dem hier. Den machen wir jetzt eben kurz wütend. Das kennen wir ja alle schon. So. Einmal Hamsbar und schon ist es besiegt. So. Ne, Moment. Hier war gar nicht das Spiel. Hier war, die Fallgrube. In die Hamdaro gefallen ist. Das war sehr schön. Not. Ach nee, hier war eins. Was gibt's denn hier Schönes zu gewinnen? Hier war ja das mit dem Schrupp. Genau. Ja, wir machen. Nee, wir wollen nicht nochmal die Regeln hören. Der Preis ist ein Stein. Na super. Ich will. Okay, ich will auch Steine, aber ich will lieber jetzt mal Sonnenblumenkerne, sonst bringen mir die Steine gar nichts. Komm schon. Scheiße, warum ist er hier links so schnell? Warum sind die alle so schnell plötzlich? So, jetzt mache ich erstmal hier links die. Den. Jetzt ist der plötzlich in der Mitte so schnell. What the fuck soll das? Oh, komm, Hamtaro. Den hatten wir doch fast. Ja, das war nicht dran. Ja, würde ich aber auch sagen. Bitte zu dir, das ist hier Fake. Das ist Betrug. Betrug, sage ich euch. Betrug. Ah. Ich sage euch, das war Betrug. So. Hammer. Ach ja, das kennen wir ja auch schon zu Genüge. Die Musik klingt echt geil. Muss man mal so sagen. Also in Highspeed klingt die Musik wirklich cool.
Ich muss mir angewöhnen, lauter zu reden. Oder ich brauche ein neues Mikro, das ich mir in den Hals stecken kann. So. Also, ich habe nämlich festgestellt, dass bei meinem neuen Let's Play, also Cosparty Let's Play, man mich kaum verstehen kann. Ich überlege gerade, wo war denn hier nochmal das eine Spiel? Wie kann man denn da nochmal hin? Ach, ist ja sonst auch egal. Ach, genau, durch den Spiegel da. Na, egal. So, ein bisschen hier. Die Sonnenblumenkerne aufsammeln. Und dann hauen wir ja auch schon wieder ab. So, einmal hier durch und schwuppdiwupps. Wohin gehen wir jetzt? Ach genau, ich wollte zum Sonnenberg. Wir haben 5 Sonnenblumenkerne erhalten. Es werden immer mehr! Juhu! Langsam aber sicher werden es mehr. Yay! Ich glaube, hier waren auch noch welche, genau. So. Also langsam aber sicher werden es mehr. Piff. So, lecker, lecker, lecker Sonnenblumenkerne. Mm. Sollte ich meinem Hamsterfisch auch mal geben. Ich weiß gar nicht, wo ich die herkriege. Ob ich die im ganz normalen Fressnapf herkriege. Habe ich schon mal welche? Ich glaube, da habe ich schon mal welche gesehen. Ich weiß nicht. Ui, das war Highspeed. Boot fahren. So. Was wohl passiert, wenn ich hier rauflaufe? Krieg ich Sonnenblumenkerne. Yay! 5 Stück. Ist ja schon mal was, ne? Mehr als ich vorher hatte. Was ist denn hier drin? Vielleicht ist hier eine Eiche. Nee, hier sind auch nur 5 Sonnenblumenkerne. Immer nur so 5. Das nervt. Das ist nervig. Nuzzle ist mal wieder am Baden. Und wir tun das Gleiche. Nein, wir tun das nicht das Gleiche. Wir suchen wieder Steine. Wie jedes Mal, wenn wir hier sind, suchen wir jetzt Steine. Ah, ich habe mich alle aufgenommen. Na, ist schon ein bisschen was her. Naja, egal, ich mache ja hier weiter. So, das waren schon alle Steinchen, die wir hier finden konnten. Und es geht weiter. Was gucken wir mal noch so? Gucken wir mal hier, was passiert denn hier? Oh, wir haben eine Eiche gefunden. Eine Eiche. Für unseren lieben Nussle. Nussle. So, das kennen wir auch schon zu Genüge. Hier, ich gebe sie dir. Sehr gerne, wenn du mir Sonnenblumenkerne gibst. Wir haben 40 Sonnenblumenkerne. Juhu, wir haben jetzt 100 Sonnenblumenkerne insgesamt. Cool. Ja, ich tausche die gerne für dich. Ich tausche die gerne gegen Sonnenblumenkerne mit dir. Kein Problem. Ah, Hamtaro, was soll denn das? Du sollst doch Sesamöl machen. Dummer Hamster. Dumm. Dumm, 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 du. Du dumm. Du hast ignorieren. So, hier war ja die Höhle. Die Höhle war hier ja sehr offensichtlich. Die andere musste man ja immer ein bisschen suchen. Wie zum Beispiel hier in dem Freizeitpark. Da wäre ich echt... Okay, irgendwann denkt man so, versucht man es doch mal. Einfach nur aus Neugierde. Also am Anfang... Ich weiß nicht, ob ein Kind wirklich immer so denkt... Okay, ich glaube, ein Kind würde das vielleicht sogar eher noch hinkriegen als jetzt ein Erwachsener. Ich meine, die versuchen ja sowieso immer alles so. Die sind ja neugierig, die versuchen ja alles, ne? Ah, naja. Ich habe selber jetzt das so gedacht, also. Ich denke ja auch noch manchmal sehr kindisch, also von daher. Naja, okay. Was soll ich noch jetzt... Worüber soll ich mal reden? Ach,
weiß es nicht. Übrigens werde ich diesen Samstag doch nicht mehr in Dortmund sein. Wir haben ausgemacht, dass wir uns einfach so verabreden, meine Freundin und ich. Ja. Tja. Aber auf dem nächsten Doyaku, auf der Doyaku Extreme, werde ich auf jeden Fall da sein. Da könnt ihr mich dann bestimmt mal sehen. Wenn ihr denn auch da seid. Ich muss noch mein Hetalia Free Hack Shit basteln. Ha. Oh mein Gott, eine Eiche! Direkt runterholen. Da muss ich ja Deutschland drauf malen. Naja, mache ich dann schon noch. Wie fange ich heute damit an? In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, genau. In der Ruhe. Hui. Ha, war das ein Spaß. Ja, wir wollen geben Nussle jetzt noch eben kurz die Eiche. Dafür müssen wir aber auch kurz hier hin und her. So. Bitteschön. Nussle. So. Hier, bitteschön. Jetzt haben wir 123 Sonnenblumenkerne. Das ist auch schon mal wieder was. So. Und weiter geht's. Wohin gehen wir denn jetzt? Ach, wisst ihr was? Da gehe ich eben kurz hier durch. Da ist ja hier direkt der Ausgang. Ich dachte ja früher immer, ich komme an den Eingang des Sonnenberges. Aber nein, dem ist ja leider nicht der Fall. Naja, mal gucken. Könnte man hier nicht auch irgendwie Sonnenblumenkerne gewinnen? Mal nachgucken. Preise ansehen. 3 Sonnenblumenkerne, eine Eiche, ein Stein, 2 Steine, 3 Steine. Naja, hier könnten wir auch Steine kriegen, also warum nicht? Machen wir das doch nochmal. Wir haben Lust. Nein, ich kenne die Spielregeln schon. Ja, ja. Oh, das ist klar, ja. Okay. Auf geht's. Und los. So. Wir sollen natürlich am meisten auf die großen aufpassen. Hier zum Beispiel den blauen hier. Weil die geben ja die meisten Punkte. Shit. Ja. Den habe ich. Ah, nein. Den habe ich auch. Ah, wo fliegt der denn hin? Na, komm. Haha, den habe ich. Den habe ich auch. Den habe ich nicht. Schade. Nein! The fuck? Den habe ich. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Den habe ich jetzt aber, ja. Uhren sind auch immer wichtig. Dann kriege ich ein bisschen mehr Zeit wieder. Oh. Shit. Shit! Das ist nicht gut. Lass das. So, da, so geht's auch hier. So geht's fein zu Rande. Ah, Mist. Nicht weit genug. Aber es geht noch. Da geht noch was. Nee. Nur 680. Naja. Dafür kriegen wir eine Eiche. Naja, wenigstens etwas. Ja, ich möchte nochmal spielen. Los. Zwar geben wir dafür ein paar unserer Sonnenblumenkerne her. Aber naja. Sollte vielleicht auch ein bisschen immer warten mit meinen Zustichen. Aber naja. Egal. Ich mache es, wie ich will. Die geben nämlich, glaube ich, nur einen Punkt, die Weißen. Wenn ich mich recht entsinne. Die Blauen gaben, glaube ich, 10 oder 5. Ich weiß es nicht mehr. Ah, da ist ein Linana. Den muss ich auf jeden Fall. Den Blauen auch. Ein bisschen Zeit. Klar, immer doch. Hui. Blau, 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 blau. Blau, blau, blau. Blüte ins Ziel. Ah. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Ich bin auch. Ich bin gerade spaßig drauf. Ich bin in Singlaune. Ah, shit. Nicht schnell genug. Ah, wo fliegst du denn hin, ja, ey? Die fliegen auch manchmal, Himmel.
Manchmal ist das auch reine Glückssache. Wie, wann welche, was, wann was kommt, wie die kommen und so. Wie die kommen, oh mein Gott, das klingt so pervers. Naja, die sehen aus, oh mein Gott. Ich denke gerade so pervers. Für alle Kinder, bitte gerade abschalten. Ich denke pervers. Ich habe 1250, ich habe einen neuen Rekord. Ich habe meinen alten Rekord geschlagen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Und wir haben drei Scheine gewonnen. Das ist doch was. Damit machen wir hier dann auch Ende. Nein, wir wollen nicht nochmal spielen. Ja, wirklich. So, gucken wir mal bei den anderen Teilen, was da nochmal so gab. Preise. Starry. Wir wollen die Preise sehen. 5 Steine, 2 Eicheln, 1 Stein, 1 Eiche, 3 Sonnenblumenkerne. Naja, viele Sonnenblumenkerne kann man hier ja nicht erwarten, also... Na, gehen wir mal weiter. Man kann natürlich hier dann mehrere Eicheln gewinnen, aber... Komm. Ich gehe lieber mal weiter. Ich habe sie gerade umgewendet. Ha. Ich bin so fies. Hier sind ja noch überall Sonnenblumenkerne, also von daher... Wir haben auch noch eine neue Eiche gefunden, von daher... Müssen wir uns keine Sorgen machen, wir finden schon noch genug Sonnenblumenkerne. Um alles, um jeden Schmuck zu sammeln, den es gibt in der Handtrauwelt. Ich war mir da... Ich bin mir noch ziemlich sicher, dass ich als Kind mal versucht habe, alles jedes Schmuckteil zu sammeln. Ist aber dann nicht ging, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ich glaube nämlich, dass man gar nicht jeden Schmuck kriegen kann. Weil dann irgendwann der Platz ausgeht. Aber naja, wir werden ja sehen. Wir werden sehen. Ja. Da könnt ihr gucken. Blub. Ach, ich liebe so ein Blau. Ich mag Blau. Blau ist eine meiner Lieblingsfarben. Neben Rot. Schwarz. Wobei, Schwarz ist ja keine richtige Farbe. Aber man zählt es immer als Lieblingsfarbe, also von daher. Also Schwarz, Rot und Blau sind so meine Lieblingsfarben, ja. Ich mag diese Farben irgendwie. Weiß auch nicht warum. Ich hoffe, Nils war die Lieblingsfarbe Gelb, wenn ich mich recht entsinne. Und welche Farbe ich auf jeden Fall hasse, ist Rosa. Wer hat sich diese Farbe bloß... Ah. Okay, es gibt, wobei, es kommt drauf an, so ein... Es gibt Bilder und Klamotten, bei denen... da ist ein schönes Rosa. Oder ist Rosa. Das finde ich auch noch irgendwie angenehm und schön. Aber es gibt auch welche, die finde ich einfach nur... Nee, zum Kotzen. Da kann man ruhig damit wegbleiben bei mir, ey. Rosa ist so eine Farbe, mit der komme ich manchmal einfach nicht klar. Das ist einfach bei mir so. Ich weiß auch nicht. Ich kann dafür. Ich kann nichts dafür. Ich bin einfach so. Ich bin irgendwie. Bei sowas bin ich nicht so Mädchen-like. Also. Also manchmal. Meistens bin ich eigentlich mehr so mädchenmäßig, sehr mädchenhaft. Aber es gibt auch Situationen, da bin ich nicht so mädchenhaft. Ich glaube, das ist bei jedem Mädchen so. Denke ich. Oder? Ich weiß es nicht. Wir sind andere Mädchen so. Also ich kenne viele Mädchen, die so sind wie ich. Ich kenne auch viele Mädchen, die nicht so sind wie ich. Ich kenne auch Mädchen, die nur zum Teil so sind wie ich. Das wird alles gerade so verzwickt. Wie viele Steine hatten wir jetzt eigentlich? Wir haben 48. Wir können sowieso nicht mehr so viele tragen. Ich denke mal, nach dieser Höhle ist es erstmal zu Ende. Und wir können endlich wieder hier Edelsteine frei rublin. Rubli. 2 Rubbeln. Ich glaube, ja, hier, ich sag ja, wir können nicht mehr tragen. Naja, egal. Dann gehen wir mal zurück zum Clubhaus. Da ist auch Posti wieder da. Wir haben eine Lieferung. Ein Preis für den Sieg beim Handheld-Wettbewerb. Es ist ein Sonnenschlüssel. Yep. Jetzt haben wir alle Schlüssel, die es gibt.
Somit können wir auch den letzten Stein in den Urwald holen. Ja, wir sind zum Roblox gekommen. Oh, ich bin gerade irgendwie verschnupft. Ich weiß auch nicht warum. Also dann, poliert. Ja. Und dann zwischen wir natürlich wieder durch. Bla bla bla. Wir machen das ganz schnell hier. Im Highspeed, weil es ist, glaube ich, auch schon bald wieder Zeit, den Part zu beenden. Und ja. Ah, das gibt jetzt wieder ein saumäßiges. Ah, nein! Ich will nicht, nein! So, weiter hier. Ups, das war echt ein aus Versehen. Ein tierisch aus Versehen. Oh, wir haben einen Mondstein. Haha! Super! Yay! Ein neuer. Ja, und der letzte ist nämlich der Sonnenstein. Den holen wir uns dann im nächsten Part. Genau. Wow, sind da viele Ammonite diesmal dabei. Alter, wo kommen die alle her? Himmel, noch eins. Oh, wir haben Sonnenblumenkerne gefunden. Das ist immer gut. Sonnenblumenkerne sind immer gut. Können gerne noch mehr daran sein. Hätte ich nichts gegen. Boah, jetzt muss ich gleich gucken, welche wir jetzt schon hatten an Schmuck. Damit ich nicht irgendwas doppelt hole. Nee, 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 das wäre nicht so gut. Oh, mein Daumen tut langsam weh. Alter, das ist anstrengend, die ganze Zeit den Teil runter zu drücken. Ich spiele ja mit Controller. Und da ist echt anstrengend. Oh, ein Hammstein, den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Alter, warum sind da so viele Steine? Mach mal hin hier. Ich kann nicht mehr. Ah, ich finde den Glasstein immer noch am schönsten. Der sieht so Yin-Yang-mäßig aus. Und ich mag solche. Oh, der Stein ist weg. Das ist super. So, wir sind jetzt bald durch. Da können wir auch zum Schluss noch ein bisschen hier entspannen. So. Eine Eiche. Wie wunderbar. Gleich haben wir schon drei Eicheln, die wir gleich wieder Nussle geben können, um dann noch mehr Geld für Schmuck zu haben. Sonnenblumenkerne für Schmuck zu haben. Ja, aber dann ist der Sonnenblumenkern sehr viel Geld. So. Ihr habt drei Topase, ein Granat, drei Kristalle, zwei Dino-Fossile, ein Sturmstein, fünf Ammoniten. 4 Cube-Steine, 4 Aquamarine, 5 Saphire, 1 Mondstein, 2 Peridote, 3 Rubine, 1 Amethyst, 1 Smaragd, 1 Perle, 1 Hammstein, 2 Opale, 1 Bananenstein, 1 Federstein, 1 Glasstein, 1 Käsestein, 1 Diamant, 1 Türkis, 10 Kerne, 2 Eicheln. Juhu! Hier, bitteschön. Danke! Hi! Das war eine schwere Geburt. Wo hatte ich das denn jetzt? Wer ist der denn? Hammer? Hm? Oh ja, willkommen. Möchtest du Schmuck kreieren? Ach, ich glaube, bei dem war ich auch hier mit dem Unistern. Ah, also gut. Welches Schmuckstück soll es sein? Ja, bei denen kann ich jetzt auch diese hier entwerfen. Ich nehme dann natürlich den Sternenschweif. Jetzt erstmal. Mal überleben. Ich habe es, kein Problem. Also ich brauche es 45 Sonnen, damit es funktioniert. So, dann geben wir es natürlich auch. Tut mir wahnsinnig leid. Es ist mir leider misslungen. Dies gebe ich dir erstmal zurück. Was soll ich sagen? Das passiert wohl selbst dem Besten. Ho, ho, ho. Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich nicht mehr genug. Du verdammter alter Sack. Nicht aufregen, ich bin ganz ruhig. Dann nehme ich mal den Cosmo-Kästchen. Wenn du das jetzt auch nicht hinkriegst. Ich soll entscheiden, das bleibt sich sowieso gleich. Denn das ist alles, was machbar ist. Ho, ho, ho. Hm, mal überlegen. Ich hab's, kein Problem. Wehe, das geht jetzt auch daneben. Dann bist du des Todes. Des Todes. Habe ich das denn aufgeschrieben? Ja, er hat es hingekriegt. Ja, ja, danke, 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 danke. Juhu. Ich nehme den Wellenstein.
da gibt's es. Nehmen wir die Wellenkette. Ja. Bla bla bla. Nein! Du Arsch! Wieso kriegt er das nicht hin? Versuch es nochmal. Diesmal schaffst du es aber, ja? Hä? Was? Ich soll entscheiden? Hör mal, du hast nicht genug Sonnenblumenkerne. Ich hab nicht genug Sonnen! Den anderen Schmuck mache ich lieber bei dem hier. So. Mal gucken. Granat. Was haben wir denn hier? Haben wir das alles schon gemacht? Nee, die Rosentiere hatten wir, glaube ich, noch nicht. So. Den Hellnorn haben wir. Die Rosennadel haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Rosentiere haben wir. Noch nicht. Gucken wir mal beim Amethyst, ob wir da was herstellen können. Das Schlüsselchen. Schlüsselchen haben wir noch nicht. Dann machen wir das doch. Ja. Jetzt habe ich wirklich kaum noch Sonnenblumenkerne. Nee, weil ich kein Geld mehr habe. Vielen herzlichen Dank. So. Und ich sehe auf der Uhr, dass es wirklich schon an der Zeit ist, aufzuhören. Also, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bis unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir und schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Play Hamtaro Ham Ham Let's Play. Bis dann. Bye.